Name ist Heinrich Obmann. Ich bin seit 1978 bei den ÖBB, so 36 Jahre, und bin Einsatzleiter für die Schienenbearbeitung Österreich. Also ich bin eigentlich zufällig zur ÖBB gekommen, durch meinen Schwiegervater, der war auch bei der ÖBB. Bin dann zum Schienenschleifen gekommen, zuerst im Süden. Und in weiterer Folge 1997 habe ich dann das Geschäft übernommen für ganz Österreich. Man nennt mich auch teilweise Schienendoktor. Doktor bin ich keiner. Ich versuche nur, die Schienen bestmöglich wieder herzurichten, Fehler zu beseitigen. Es gibt verschiedenste Fehler, die auf den Schienen entstehen, durch das rollende Material. Und die werden dann wieder beseitigt von uns. Und meine Aufgabe ist, das Ganze zu koordinieren. Das Gesamtprojekt von Anfang bis Durchführung, Umsetzung, Planen. Und von dem brauche ich dann ein Einsatzprogramm, gestalte jede einzelne Schicht und versuche dann die Einsätze so zu planen, dass wir das Bestmögliche für die Eisenbahn rauskriegen und eine super Qualität wieder herkriegen. Bei uns gibt es keine witterungsbedingten Einstellungen, eigentlich nicht. Wir müssen alle Tage arbeiten, die es gibt, ob es jetzt hagelt, regnet, stürmt oder schneit, wir sind immer unterwegs. In ganz Österreich. Auf jeder Strecke. Das geht jeden Feiertag, von Sonntag bis Samstag geht es durch. Du musst für das geboren sein, sonst geht das nicht. Du musst eine Liebe zu dem Job haben, sonst wird dir das nicht gelingen. Und der Spaß an der Sache ist auch das, mit Menschen zu arbeiten. Dass man einfach kommunizieren muss. Und das Wichtige für mich ist, mit Menschen sprechen. Also nicht nur heute per Telefon, sondern auch das persönliche Gespräch, das verliert immer mehr an Wert. Für mich ist es aber ein sehr hoher Wert, weil ich eigentlich jeden, mit dem ich arbeite, kenne. Und er kennt mich und jeder kennt mich persönlich. Und das ist eigentlich das Um und Auf heute für eine Qualität, für eine Arbeit, für eine Motivation. Sprechen mit den Menschen. Das Gelingen, dass mir das gelingt, was ich mir im Kopf vorstelle, was ich zusammenbringen will, wenn ich das umsetzen kann, dann bin ich sehr zufrieden. Die Bürger zahlen und das gehört effizient umgesetzt. Und wenn man das macht und wenn einem das gelingt, dann kann man eigentlich stolz sein, dass man es gemacht hat. Privatleben ist sehr eingeschränkt, also da bin ich sehr froh, dass ich meine Sabine habe. Seit 14 Jahren leben wir zusammen und verbringen zwar sehr wenig Zeit, weil sie sehr tolerant zu meinem Job ist, und die Zeit, die wir verbringen, machen wir halt intensiver und schauen, dass man da ein bisschen schönen Urlaub verbringt, lernen von neuen Kulturen, schönen Ländern und ein bisschen relaxen. Und das Zweite sind meine Kinder, die sind auch ganz wichtig, Walter und die Irmi. Auf die ich auch sehr stolz bin, weil die haben sehr wenig gehabt von ihrem Vater und haben das Leben gut gemeistert bis jetzt.